Sprache. Sie gehört zu uns Menschen und macht auch unsere Kultur aus. Es gibt einige, die unsere Sprache zu ihrem Beruf gemacht haben. So wie Christian Baumann, Profisprecher aus München. B5 aktuell präsentiert Pharao – Leben im alten Ägypten. Über 300 Originale, bis zu 4500 Jahre alte Artefakte. Lüften Sie die Geheimnisse. Erleben Sie die Faszination vom 24. März bis zum 17. Dezember. Aber kann das auch ein Laie? Das versuche ich heute herauszufinden. Ich denke, das hört sich ehrlich gesagt nicht so schwer an. So ein Trailertext ist ja auch sehr kurz. Ich spreche das jetzt mal in mein Smartphone ein. Geht ja recht schnell. B5 aktuell präsentiert. Pharao. Leben im alten Ägypten. Über 300 Originale. Bis zu 4500 Jahre alte Artefakte. Lüften Sie die Geheimnisse, erleben Sie die Faszination. Vom 24. März bis zum 17. Dezember. Okay, so, dann nehme ich das Smartphone gleich mal mit, pack es ein, mache mich auch zum Sprachtrainer. Mal schauen, was der zu meiner Aufnahme sagt. Doch wer bin ich eigentlich? Hi, ich bin übrigens die Janina Sokoljuk, bin 25 Jahre alt und studiere Musikjournalismus im öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk in München. Ich habe mich schon immer selbst für den Beruf des Sprechers interessiert und möchte jetzt mal gucken, wie es der Profi macht, und dann mache ich noch einen Selbstversuch, ob ich dafür überhaupt geeignet bin. Also mache ich mich erst einmal auf den Weg in die Hochschule für Musik und Theater München. Dort treffe ich mich mit Clemens Nicol, einem Sprechtrainer vom Bayerischen Rundfunk. Er selbst hat eine jahrelange Ausbildung zum Sprecher gemacht und unterrichtet am BR und privat. Damit Clemens Nicol mir ein erstes Feedback geben kann, spiele ich ihm meinen Erstversuch eines gesprochenen Trailers vor. Clemens Nicol ist nicht nur ausgebildeter Sprechtrainer, sondern selbst Moderator bei U21, einem Magazin von BR Classic. Erleben Sie die Faszination. Vom 24. März bis zum 17. Dezember. Okay. Okay. Also zwei Sachen fallen mir schon mal auf. Ja. Einerseits kannst du wirklich viel zarter stimmlich an die Sache rangehen, weil man hört, dass du da schon relativ viel gibst, also auch von der Lautstärke, von der Lautheit. Du brauchst zwar eine grundsätzliche Spannung, aber eben nicht so dieses, ja, über die Dynamik, über die Lautstärke da rangehen. Und die zweite Sache, es war alles so ein bisschen einzeln. Du kannst, auch wenn es nur so kurze Passagen oder Sätze sind, die mehr in einem Bogen sehen. Ja? Und wenn du das als Ziel hast, und da mit dem Bogen hingehst, dann hast du nicht diese Vereinzelung von Wörtern, sondern hast du wirklich einen Sprechfluss, so wie es im Alltag einfach entsteht. Also die Übung, dass ich jetzt immer einen Bogen zeichnen muss fürs Sprechen und fürs Betonen, hilft mir, glaube ich, schon. Ich muss es bloß einfach ein bisschen üben, aber ich denke, je regelmäßiger ich das mache, desto einfacher fällt es mir dann auch. Aber auch der Profi muss sich vorbereiten. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, weil der macht es nämlich so. Dafür habe ich den Profisprecher Christian Baumann begleitet. Er ist seit ca. 15 Jahren die Station Voice von B5 aktuell. Außerdem spricht er viel für Bayern 2, Welt der Wunder oder Hörbücher. Muss er sich überhaupt noch auf das Sprechen von Trailertexten vorbereiten? Also bei diesen Trailertexten für B5 aktuell, da gibt's ehrlich gesagt keine wirkliche Vorbereitung im Sinn von, dass ich dann zu Hause sitze und das für mich ein paar Mal übe, sondern da ist es oft so, dass ich ins Studio komme, dort auch meist erst den Text erhalte und dann einfach spontan gucke, okay, das muss eher sehr sachlich sein. Also ich sage jetzt mal so, nachdem ich es jetzt auch schon seit 15 Jahren für B5 in dem Fall konkret mache, bin ich natürlich in der Thematik so drin, dass ich da auch keine große Vorbereitung mehr brauche. Es ist natürlich ein Stück weit vorgegeben jetzt, gerade bei diesem Nachrichtensender. Der hat ja eine bestimmte Form, in der er sich präsentieren will. Und die ist mir bekannt, das heißt, ich weiß, also die Sprechhaltung geht in diese Richtung, hauptsächlich sachlich, vielleicht ein bisschen mit ein bisschen Druck, aber nicht zu viel, damit es eben nicht unseriös wirkt. Und der Rest, da biete ich einfach mal was an und dann sagt mir ja der Aufnahmeleiter oder auch der Regisseur, der dabei ist, du mach da weniger oder mach da mehr oder mach es ganz anders, je nachdem. Also die Vorbereitung in diesem Fall beschränkt sich eigentlich nur auf das Gespräch mit dem Raimund, dem Redakteur, der ja dann auch als Regisseur bei der Aufnahme dabei sitzt, der mir sagt,
wenn es um irgendwelche Fachbegriffe geht, wo liegt da die Betonung oder Name unklar ist, dass man dann die Aussprache klärt. Und alles Weitere in der Haltung, ich biete ihm im Prinzip erstmal an, was ich denke, und dann kommt ja von ihm nochmal als Feedback, mach's da nochmal ein bisschen stärker, schneller oder wie auch immer. Also da hält sich jetzt die Vorbereitung, was den Text angeht, relativ in Grenzen. Raimund Bacher arbeitet als Redakteur von B5 aktuell schon sehr lange mit Baumann zusammen. Er schätzt vor allem Baumanns Arbeitsweise. Christian ist aus meiner Sicht einer der professionellsten Sprecher, mit denen ich es hier im näheren Umfeld zu tun habe. Es ist so, dass er sehr schnell auf gewisse Kommandos auch reagiert. Sprich, man nimmt den Text, geht ihn einfach mal durch. Bei Unklarheiten spricht man kurz drüber, es wird ratzfatz umgesetzt. Und wir haben es jetzt gerade gesehen, es waren vier DIN A4 Seiten. Und das geht definitiv auch langsamer. Was für Christian Baumann kein Problem ist, braucht bei mir aber noch ein bisschen mehr Übung. Clemens Nicol kennt beide Seiten des Sprechens. Als jahrelanger Sprecher und Sprechtrainer gibt er mir Tipps, wie ich daheim an meiner Sprechweise feilen kann und worauf ich in Zukunft achten muss. Lüften Sie die Geheimnisse. Erleben Sie die Faszination. Aber jetzt war es wieder gleich. Ja. Probier mal den Anfang schon. Versuch einfach die Melodie am Anfang anders zu machen, beim zweiten. Lüften Sie die Geheimnisse. Erleben Sie die Faszination. Ja, geht noch mehr, aber genau, das ist die richtige. Also das Sprechen lebt von Varianz. Ja. Wenn wir immer die gleichen Melodien, den gleichen Rhythmus, das gleiche Tempo hören als Menschen, dann denken wir uns irgendwann, boah, langweilig, monoton, da passiert nichts. Mhm. Und eben diese Varianz, die wir im Alltag ganz normal haben, die musst du versuchen, auch da reinzubringen. Es ist nicht so krass wie Werbung, Trailer. Ja. Aber, also so dieses total übertriebene, über 300 Originale, bist du sowas, so dieses, ja. Nicht, das nicht. Aber es ist trotzdem mehr als ein, würde ich sagen, normaler Sprechstil. Also es hat was Werbliches, aber nur so was Feines Werbliches. Also das Werbliche beim Trailer muss ich wohl noch ein bisschen üben, macht aber nichts, kann ich bestimmt auch für das Feature gebrauchen. Mal sehen, meine Chancen schätze ich jetzt so ein, dass ich beim Feature vielleicht das, was ich jetzt schon gelernt habe, anwenden kann und es mir dann einfach leichter fällt. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann!